können jetzt alle erfahren, was die anderen gemacht haben. Denn man hat ja jetzt, jeder von euch, von uns, von Ihnen, hat ja nur ein Viertel mitbekommen. Und was in den anderen Workshops gemacht wurde und was da das Fazit ist, das werden wir jetzt erfahren. Wir fangen an mit der Gruppe 1 hier in diesem Raum, Wikipedia zu mitmachen. Wer macht das von euch? Ja. Zwei. Gut, jemand anders? Wer fängt an? Frederik Döhl fängt. Ja, anfangen. Was ist über den Dächern von Frankfurt an Erkenntnissen rumgekommen? Ja, vor allem, dass wir einen neuen Beamer brauchen. Die Farben waren total verzerrt. Bei uns ging es so ein bisschen drum. Wir haben nach so ein paar Einstiegsworten, was Digital Humanities bei uns in unserer Arbeit eine Rolle spielt, wo Digitales in unserer Alltagsarbeit überall reinkommt, mit einer Runde angefangen, mal zu gucken, nicht nur Vorstellungen, sondern was stellen die Leute sich vor unter Digital Humanities, wo spielt es vielleicht auch schon eine Rolle in ihren Institutionen, aber vor allem die Vorstellung von Digital Humanities. Und wir haben das ganz Klassische gesehen, ganz heterogenes Meinungsbild, ganz unterschiedliche Vorstellungen, was damit verknüpft ist, sehr konkrete Sachen wie Datenbanken, Auswertung bestimmter Informationen, Visualisierung, aber auch eher offene Fragen, wie ist das mit der Nachnutzung und so. Aber das ganze Kaleidoskop, was man auch sieht, wenn man in die Digital Humanities Fachliteratur einsteigt. So ein bisschen ist wie der klassische Juristenwitz, fragst du zwei, kriegst du drei Antworten, ist das da auch so. Und das haben wir uns noch ein bisschen näher angeguckt mit ein paar Meinungen aus dem Diskurs. Dann habe ich versucht, ein ganz pointiertes Best-Practice-Beispiel zu zeigen, wo aus Digital Humanities Forschung mit großen Datenmengen in den Geisteswissenschaften tatsächlich auch ein ganz konkreter Anwendungsbereich herkommt in der großen Relevanz. Wir haben ein Beispiel aus der Musik uns angeguckt, mit der großen Datenmenge im Bereich der Melodieanalyse und den Transferschritt gemacht zu Plagiatsprozessen, wo mit minimalen empirischen Daten operiert wird, aber großen Konsequenzen bei den Urteilen und an bestimmten Fragen festgemacht, wo Digital Humanities Forschung tatsächlich helfen könnte und an welchen Stellen nicht. Und dann haben wir versucht, den Schritt rüber zu gehen zur DSM-Richtlinie, zu Artikel 3 und Artikel 4 und der Frage unseres Möglichkeitsraums als Gedächtnisinstitution für Digital Humanities, der halt sukzessive wächst, gerade für uns auch, aber insgesamt über die Novellen, die wir in Deutschland hatten, jetzt über den EU-Schritt und uns versucht, so ein bisschen anzunähern an die Herausforderungen. Und für mich war besonders interessant zu sehen, wie groß das Gap ist in der Kenntnis dieses Gesetzgebungsprozesses, das, was drinsteht, das, was auch der Möglichkeitsraum ist und dem, was tatsächlich an der Basis der Kolleginnen und Kollegen ankommt, was so ein bisschen anschließt auch an deine Vorbemerkung gestern über die überschaubare Präsenz der Gedächtnisinstitutionen in dem Beratungsprozess und dass insgesamt in den Abläufen da offensichtlich Lücken sind oder Verständnis- oder Nachfrageprobleme. Da haben wir uns noch eine ganze Weile mit beschäftigt, was präsent ist, was relevant ist, was auftaucht, was man überhaupt schon davon weiß. Und das war für mich auch persönlich ein ganz interessanter Resultat dieses Workshops, dass wir auch für die Information in die Breite, die Gedächtnisinstitutionen vielleicht im System noch mehr machen müssen, um wieder hinterher rückspiegeln zu können. Was wollen wir eigentlich an welchen Stellen? Wir haben diskutiert zum Beispiel über Artikel 3 die Frage, die Privilegierung zu wissenschaftlicher Forschung. Was soll das sein? Wir stehen jetzt als Gedächtnisinstitution selber drin. Was könnte das für uns heißen? Macht der Begriff an sich eigentlich Sinn? Brauchen wir eine Klarstellung? Das ist ja was, was nachher ganz konkret in unserer Alltagsarbeit drin hängt. Dürfen wir das? Und wenn ja, können wir dann die Frage stellen, wollen wir das? Aber das erstmal in den Griff zu kriegen. Und das war so ein bisschen der Diskussionsschwerpunkt im letzten Teil. Vielen Dank. So, jetzt machen wir weiter. Ich gucke gerade Wikipedia mitmachen. Die erste Gruppe ist, sind die noch nicht da, nicht? Dann, was ist mit der GND? Ist da schon jemand da? Die sind noch auf dem Weg hierher. Na gut, dann machen wir jetzt an mit der Zusammenarbeit von Wikimedia mit den Kulturinstitutionen.
Genau, wir haben natürlich einmal die Möglichkeiten der Wikimedia vorgestellt und wir sind jetzt zum Schluss mit unserem Zeitrahmen so ein bisschen in Verzug geraten. Wir haben einen sehr, sehr schönen großen Fragenblock gehabt, unter anderem, wie können wir überhaupt die Menschen in der Community erreichen. Wir haben einfach mal einen Teil der Tipps, die wir dann auch in diesen Fragen gegeben haben, dort aufgeschrieben, genauso wie die Erwartungen an den Workshop. Das kann dort alles genau noch einmal nachgelesen werden. Kurze Zusammenfassung, dass man möglichst langfristig planen sollte. Kontakt zur Community kann sehr gut über Wikimedia Deutschland hergestellt werden, aber auch über die Stammtische. Genau, das wären jetzt so ein paar Stichpunkte, die ich jetzt kurz nennen würde. Zum Ende hin des Workshops haben wir noch in kleineren Gruppen weiter diskutiert. Genau, ich glaube, es ist nur eine Gruppe dazu gekommen, tatsächlich etwas aufzuschreiben. Der Diskussionsbedarf und Austauschbedarf war so groß, dass wir eigentlich die ganze Zeit den ersten Punkt bei den Erwartungen, Erfahrungsaustausch, glaube ich, sehr voll erfüllt haben. Genau, möchtet ihr da noch was zu ergänzen? Genau, also Themen waren vor allem das Grundsätzliche, also was für verschiedene Formate gibt es, wie kann man mit der Wikimedia, also was ist der Unterschied zwischen Wikimedia und Wikipedia und wie kann man mit der Community in Kontakt kommen und vor allem ein Thema natürlich auch, wie kann man in der eigenen Institution mit den Bedenkenträgern umgehen und die Kolleginnen und Kollegen überzeugen und da haben wir versucht, so ein bisschen Feedback zu geben und haben dann auch in den Gruppen nochmal darüber gesprochen und da wurde auch nochmal klar, fand ich, die Themen zu finden, welche Themen sich für Wikipedia eignen und womit man die Wikipedia-Community anlocken kann und was funktionieren könnte oder was schwierig ist oder wie man Themen, von denen man denkt, die könnten funktionieren, dann auch so drehen kann, dass sie für die Wikipedia-Community einen Mehrwert hat. Darüber haben wir auch gesprochen. Und genau, und ich glaube, du möchtest gerne auch noch. Genau, ganz kurz. Für alle, die nicht dabei waren, wir haben, wie gesagt, eine sehr ausführliche Präsentation gebaut, auch mit Filmchen im Anhang. Die teilen wir im Nachgang dieser Veranstaltung. Kann dann gerne nochmal auf der Fahrt oder zu Hause nochmal nachgearbeitet werden. Paula, an dich, lieben Dank, dass wir da sein durften. Und für alle, die in Wikipedia immer gerne was suchen, einfach mal oben eingeben, wp://glam. Da kommen Sie in den Glam-Wiki-Seiten raus und dabei wünsche ich viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja. Ich freue mich, das war jetzt zeitlich sehr gut, weil ich das Mikrofon gleich weitergeben kann. Ja, wir waren, glaube ich, hatten die schöne Zahl an 12 Teilnehmern und haben eine Übersicht über die Geschichte der Wikipedia gehört, wie sie funktioniert. Sehr interessiert waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Hilfeseiten. Und zwar haben sie gelernt, wo man in der Wikipedia Hilfe bekommen kann. Diskutiert wurde auch der sehr niedrige Frauenanteil. Es ist nicht nur so, dass es weniger Artikel über Frauen gibt als über Männer, sondern auch viel weniger weibliche Beitragende. Und was man dagegen tun kann und was dagegen bis jetzt gemacht wurde. Dann ein wichtiger Punkt war die Relevanz. Die Teilnehmenden haben gelernt, wie man herausfinden kann, ob ein Thema für die Wikipedia relevant ist oder nicht. Und wir haben auch noch einen Link in einen Artikel zur Deutschen Nationalbibliothek und zum Bestand der Deutschen Nationalbibliothek eingeführt, um zu zeigen, wie man die Deutsche Nationalbibliothek noch mehr in der Wikipedia bekannt machen kann. Das war das, was wir gemacht haben in der Zeit. Ist denn jetzt jemand aus dem überfüllten Raum da? Aus der GND-Gruppe? Niemand. Also daraus lernen wir, die gemeinsame Normdatei ist ein so wichtiges Thema, dass es die Leute länger fesselt, als sie sich fesseln darf. Ist
Wenn jemand aus der Gruppe da ist, dann möge er doch bitte nach vorne kommen und sagen, was die Gruppe gemacht hat. Egal, ob Sprecher oder nicht, das kann jeder. Ich bin zwar mit am weitesten wahrscheinlich weg gewesen von dem Projekt. Also es gab einen Vortrag, da haben wir zunächst mal erklärt bekommen, was die GND eigentlich ist und was sie leistet, wie die Kooperation aussieht, wie auch die Formen der Mitwirkung oder der Nutzung aussehen können. Und dann haben wir einen kleinen Workshop gehabt, wo wir alle am PC verschiedene Eingabemöglichkeiten kennengelernt haben, wie man zum Beispiel auch Personendateien dann pflegen kann und so dann zum Wachsen der GND beitragen kann. Und ja, dann gab es relativ viele Einzelgespräche. Ich glaube, weil die Leute einfach auch aus unterschiedlichen Institutionen kamen, unterschiedlichen Wissensstand hatten. Gut. Das hört sich gut an. Jetzt bleibt mir nur noch, allen einen guten Appetit zu wünschen. Wir treffen uns danach hier zum rechtlichen Panel. Bis dahin gute Unterhaltung und es geht pünktlich weiter.